Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Belgien. Nachdem Ungarn überraschend gut lief, muss man sagen, wo wir uns mit dem zweitschlechtesten Auto Platz 9 sichern konnten und im Qualifying sogar Platz 7 war es, glaube ich, und dann Platz 6 wegen Geldstrafe noch von Perez. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich weiß wirklich nicht. Und man muss sagen, eigentlich ist ja Q3 oder auch Punkte vielleicht sogar möglich. Wenn man sieht, dass Williams, Haas, Aston Martin eigentlich gleich auch mit uns sind. Und auch Alfa Romeo und Alfa Tauri überhaupt nicht weit vorne sind. Alfa Romeo kann man fast auch gar nicht mal erkennen, bis auf minimal. Und Alfa Tauri ist ein bisschen, aber auch nicht sehr viel. Und dann ist noch ein McLaren ausgeschieden, der das so gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist schon machbar, aber eigentlich nicht wie in Ungarn. Das wundert mich deswegen. Also wenn, dann hätte ich gesagt, auf jeder Strecke kann man Punkte holen vielleicht, wenn alles gut läuft, außer in Ungarn. Und Monaco natürlich. Aber in Ungarn lief es doch besser als erwartet. Und haben jetzt schon 14 Punkte auf dem Konto, wenn ich jetzt hier. Und auch in der KWM. Aber gut, wir gucken mal, was wir bei den Aktivitäten machen. Erstmal, dann machen wir am besten das erstmal, damit wir auch alle Tage für ihn nutzen. Dann können wir mal gucken. Wir könnten vielleicht Upgrades noch machen. Vielleicht. Und wir können bei der Einrichtung was machen, vielleicht. Das ist alles zu teuer. Ja, ich würde mich mal gern bei irgendwas. Also mindestens bei Triebwerk und Aerodynamik mal die Herstellung upgraden, damit man mal mehr Upgrades erhöhen kann, weil bisher können wir da nur eins upgraden und dann ist schon alles, also das ist ein bisschen nervig und deswegen, ja. Können wir mal gucken, können wir hier was machen? Ja, hier können wir was machen sogar. Ja, so viel sage ich dazu. Alles zu teuer. Oh, das wäre auch noch groß. Oh, das ist gut. Das ist ja gut. Das machen wir doch, wenn wir mal Ressourcenpunkte bekommen. Aber erstmal sollen Kolben ankommen. Die kommen auch an nebenbei. Die sind ja beim letzten Mal fehlgeschlagen. Die können gar nicht mehr fehlschlagen. Und ja, komm, legen wir los kurz. Also, so. Und dann sind sie da. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Jetzt können wir vielleicht beim Motor was upgraden, keine Ahnung. Oh, das hat uns vor Haas und Alpha. Aston Martin gebracht auf einen Schlag und hat uns wirklich richtig nach ran an Alfa Romeo und Alfa Tauri gebracht. Das ist doch eine nette Sache, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das auf sich sitzen lassen. Oh, ganz billig, aber ist halt nur ein kleines, ne? 3 in 3, oh, Alter. Das ist grauenhaft. Groß! Unter 1000 Ressourcenpunkte. Das ist nicht verkehrt. Oh, aber für Alter. Junge, spinnen die. Oh, das ist gut. Oh, aber ein richtig kleines. Wie kann denn ein kleines 33 Tage dauern? Und schlimm kann man noch nicht mal schnell machen, ja. Oh, man könnte so viel machen, ja. Aber ich habe keinen Bock auf so lange. Also ich muss hier wirklich mal meine Einrichtung gut machen. Das ist ja grauenhaft, wie lange das sowas dauert. Okay, wir werden erstmal. Ich will eher beim Chassis erstmal was machen. So, jetzt erstmal die wöchentlichen Ressourcen. Jetzt machen wir noch schnell irgendwas hier für. Ja, machen wir am besten das beides hier. Das wollte ich eh nicht machen, das passt. Ja, das könnte man machen. Aber wisst ihr was? Wir machen um mal die Strapazierfähigkeit, oder? So. Und dann. Sekunde. Ich muss ja mal kurz. Die Tür ist von allein aufgegangen. Aber gut, wollte ich noch was machen? Ach ja. Hier, jetzt beim Chassis. Oh, bitte dauert es nicht so lang. Oh, bitte. Ist ja schon alles auf Typ 1 immerhin. Also. Ah, 4. Ja. Chassis ist gut immer zu upgraden. Da sind es nur 24 Tage. Weil ich halt da schon alles auf Typ 1 gebracht habe. Oder war es schon auf Typ 1? Ich weiß nicht, aber. Das ist immer ein großes. Und was ist das andere?
Das ist irgendein großes. Und dann halt noch ein viel größeres. Auch 24 Tage. Ach komm, nehmen wir das. Verballen wir alle unsere Ressourcenpunkte bisher. Das ist ein richtig schönes, großes. Würde uns so ganz schön sogar bringen, dieses große Upgrade. Oder haben wir noch was anderes am Laufen auch? Ja, haben wir tatsächlich bei der Aerodynamik. Okay, dann können wir weiter vorspulen wieder und... Das kommt noch an mit dem Strapazierfähigkeit, so das überspringen. Und dann... Können wir noch mal kurz gucken, ob was... Nebenbei, wie ich es gesagt habe, Aston Martin und Haas haben das nicht auf sich sitzen gelassen. Die haben sofort gekontert, ja. Aber wir sind nah dran, wir sind immer noch gleich auf. Vor allem mit Haas gleich auf. Aston Martin aber viel gemacht. Die sind sogar nicht mal ganz mehr gleich auf mit uns jetzt. Also wenn man ganz genau hinguckt nur, kann man sehen, dass da vielleicht irgendetwas noch mehr ist. Genau wie bei Alpha Tauri, während Alpha Romeo Alpha Tauri geholt hat nebenbei. Nur halt bis Alpine ist halt schon ganz schön weit weg in dem Fall. Aber das andere ist ja alles komplett eng zusammen. Also wie gesagt, Punkte können schon möglich sein. Erstens, wenn nur noch diese eine der fünf großen ausscheidet vor allem. Und dann noch können wir die anderen halt alle schlagen. Aber erstmal gucken, so. Gehen wir zum Wochenende und schauen mal, was geht. Belgien ist ja sowieso eine Strecke auch immer, die mir immer gelegen hat und ich ja mag. Ja, sage ich, und dann kommt das. Aber das erste Mal, glaube ich, sogar Regen qualifying und Regenrennen. Also zusammen auf jeden Fall. Also, dass in beiden es regnen soll, das gab es noch nie. In dieser Karriere zumindest. Aber überhaupt mal Regen in irgendeinem Qualifying-Rennen? Ich weiß es gerade gar nicht mal. Also, wenn, dann war es auf einmal, zweimal oder so. Also, ganz selten bisher. Erstaunlicherweise. Okay, wir machen so schnell ein Training. Und. Um die Ressourcenpunkte zu bekommen. Also, viel Flaggen ist immer krass einfach. Oh! Ne! Ich hab keinen Bock mehr, mach lieber erstmal die 100er. Die können gar nicht viel schlagen, oder? Aber wie machen wir das? Vielleicht geht das ja auch. Ja, das geht auch. Dann doch erstmal die 100 noch und dann machen wir gleich noch das andere. Boah, es wird sogar perfekt passen und die Zeit würde für perfekt passen, aber es liegt leider viel. Ja, typisch. Vier Sachen in einer Stunde, ey. Das ist doch manchmal ein Witz, was das Vielschlagen da angeht. Beim schnellen Training kann gar nicht Vielschlagen eigentlich. Es kann nur auf der Strecke Vielschlagen, wenn man auf der Strecke fährt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es fliegt beim schnellen Training mehr viel, als wenn man auf der Strecke fährt. Aber das auf der Strecke fahren ist ein bisschen langweilig, so ein Training zu machen. Komm, jetzt aber. Platz 13. Ist ja eigentlich sogar mit dem Auto machbar, weil das ja zwar vorletztes Team nur ist unten, aber trotzdem ganz, ganz eng an dem Mittelfeld dran. Oh, es nervt, wirklich, es nervt. Ich kann den Fahrer von, na gut, kann schon viel schlagen, aber trotzdem. Das kann gar nicht viel schlagen, komm, ja. Man kann ja immer alle in jedem Sektor DRS benutzen. Dass wir wieder fahren. Eine Runde. Ach, war so klar, dass es viel fliegt. Hättest du doch jetzt wissen müssen. Und nochmal. Na, perfekt. Applaus für diese dumme Leistung von... Ach, es nervt. Mit dem Fehlschlagen. Ist ja fast so schlimm wie bei den Upgrades. Oder ist ähnlich wie bei den Upgrades, sagen wir es mal so. Ein Training und also ich glaube nicht, dass wir alles schaffen. Wir müssten noch 9 oder 8 oder 7, keine Ahnung, irgendwas schaffen. Und dass das im letzten Training jetzt auch jetzt auf einmal alles geht. 3, ja doch, 7 tatsächlich nur noch. Also habe mich ein bisschen zu verkalkuliert, aber trotzdem nervt. Bitte geh jetzt. Ja. Ich mache am besten erstmal, wenn wir alle Ressourcenpunkte haben, das hier. Die 50. Oh, und das fehlt auch viel. Dann machen wir aber trotzdem lieber das. Ich will unbedingt die Ressourcenpunkte haben dazu. Aber man kann sich zumindest nicht beschweren. Ich würde sagen, mach einfach noch einmal das hier. Bitte Klappe, bitte Klappe. Ja, es klappt. Dann haben wir nämlich hier gleich auf. Und es fehlen am Ende doch nur zwei Sachen. Was zeigt, dass es locker möglich gewesen wäre, so viel zu schaffen. Weil so viel geschlagen und... So, oh, 0, okay. Ja gut, Liam ist halt ein neuer Teamkollege, gut. Sollte der auch mal schnelles Training machen.
Dann klappt es vielleicht mehr. Dann kann er Oma 600 noch was fassen. Okay, jetzt geht's zur Sache. Im Regen. Puh. Apropos, die Komponenten sehen wie aus. Ja, kann man noch benutzen. Kann man noch benutzen. Getriebe kann man definitiv noch benutzen. 53% ist ja nicht so ganz verkehrt, oder? Ich weiß es nicht, ob der verkehrt ist. Aber gut, dann legen wir los. Boah, strömender Regen. Jetzt schon. Boah, das kann ja was werden heute. Mit Fullbits haben wir schon. Soll sogar trocken werden noch. Also in 10 Minuten wird's leichter in 10 Minuten. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir doch erst spät raus, oder? Wenn es trocken sein soll. Oder nicht. Und trocken noch nicht, aber es soll nachlassen auf jeden Fall. Dann fahren wir doch gleich ein bisschen am Ende raus. Obwohl, am Ende würde ich gar nicht mal unbedingt rausfahren wollen. Suchaufwand, dass ich mindestens 2 Runden auf die Reihe kriegen kann. Jetzt soll es eigentlich nachgelassen haben, oder? Jetzt ist es nachgelassen. Und ich würde sagen, jetzt fahre ich raus. Ja, jetzt sagt das auch schon. Und das ist auch schon 1/18 schneller. Und wird ja immer mehr schneller. Dann nehmen wir doch ins Intermediates und fahren auf die Strecke. Obwohl das fast ja sogar schon ein bisschen zu zeitig ist, weil man muss ja eigentlich am Ende fahren, damit die Strecke am besten ist. Aber wenn ich 2 Runden fahre, passt das schon. Ich bin schon am Ende gefahren, oder? Kriege ich sogar 2 Runden hin? Oder nicht? Ja, könnte ich schaffen vielleicht, obwohl, ich weiß halt nicht, wie lang so eine Strecke ist, wenn es im Regen ist. Wäre schon schön, ich will es nicht auf eine Runde ankommen lassen, ne? Dann könnte es ein richtig kurzes Qualifying werden. Wenn ich rausfliege nur. Weil eine Runde, ich hätte vielleicht doch mal einmal fahren sollen, um mich an diese Strecke hier zu gewöhnen. Habe ich noch eine Runde, ich weiß es nicht. Bin jetzt über der Linie. Obwohl, das gut war, weiß ich gerade überhaupt nicht. Oh, Tor mit Fullbits oder so? Ja. Oh, au, Alter, mit Vollgas da durch den Ruf. Bisher eine okay Runde, eine sehr gute Einzige. Bisher. Hoch mit im Nassen, na, das sollte man, da muss man ein Gefühl haben, wie man da durchfährt. Das ist ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Sechstens, das wird keine zweite Runde geben können. Das gibt keine zweite Runde, oder? Schätze ich mal, zumindest. Boah, noch auf den Körper kommen, oder? Ich bin gespannt, für was das reicht. Aber das war sich dann doch ein bisschen so knapp, wie ich das gemacht habe. Aber für eine erste Runde war das schon sehr gut eigentlich. Und für was es gereicht, hab's nicht nachgeguckt. Platz 11! Wow, war doch eine super Runde. Hab ich so das Gefühl gehabt. Das hat sich so gut angefühlt gehabt, muss ich sagen. Ja, aber natürlich auch. 1,8 Sekunden aber weg von Russell. Doppelführer. Also die Mercedes in letzter Zeit ist richtig stark. Verstappen muss aufpassen. Der ist deutlich in der WM vorne.
Und das vor Wassel mit 48 Punkten, aber wenn die so weitermachen, muss er sich noch in Acht nehmen. Vor allem auf Wassel. Und auch Liam schafft's weiter. Geil. Boah, da führt er ein drittes Wochenende oder in unserem Team. Ist das stark. Also der hat auch die Chancen genutzt. Oh, aber war auch ganz eng. Gerade mal 23.000stel hat es geschafft rein und hat sie nur noch rausgedrängt. Beide Haas draußen, beide Williams. Alonso im Alpine. Im fünftbesten Auto oder so. Also das ist gut. Ein Schneller ist schon mal hinter uns jetzt. Und die kann man ja schlagen. Theoretisch. Wenn ich alles auf die Reihe bekomme auch. Ja, und den Alpha Tauri kann man vielleicht auch schlagen. Also das könnte Q3 werden. Und Liam kann man schlagen natürlich. Mann, war das eine gute Runde. Oh. Also für mich wirklich, muss ich sagen, war es wirklich eine perfekte Runde. Und dafür, dass ich noch eine Runde gefahren bin. Oh, wir sind schon auf Soft. Okay. Das ist interessant. Fahre jetzt mal von raus, einfach. Ah, wie geil, Alter. Ich hätte es nicht gedacht, muss ich sagen, aber er ist doch ganz gut geworden. Aber ich wusste, die Strecke liegt mir auch einfach. Und dann noch Regen, aber jetzt mal sehen, wie es im Trockenen sich anfühlt. Da können es wieder mehr auf Motorleistung ankommen. Vielleicht. Aber gut, unser Motor ist ja jetzt nicht so schlecht. Mit dem Red Bull oder wen wir da drin haben. Oh, okay. Hat niemand gesehen. Hat aber eher Zeit gekostet, oder? Ja, gut. Eine Runde. Deswegen, das ist manchmal gut, lieber jetzt zu fahren schon. Eine Anbremspunkte finden in dieser Kurve ist grauenhaft. Gas! Oh, voll die Körper drauf klettern. Das war ja meine Q1-Runde im Regen war besser, das auf jeden Fall. Die war fehlerfreier. Überhaupt, da war eigentlich gar kein Fehler drin, wenn ich mich nicht irre. Auch die erste Kurve habe ich besser genommen, deutlich besser. Aber gut, mal sehen, was die Runde trotzdem reicht. Ob die Runde trotzdem für jemanden reicht oder ob das so schlecht war, dass es nicht mehr für Liam reicht. Ich glaube schon für niemanden. Ja, und wenn ich das mache. Ja, die Runde, die war shit. Kann man mal so sagen. Ganz vorsichtig. Und das reicht auch für Norris und Vettel. Was machen die denn manchmal? Oder liegt das jetzt sogar am Trockenen, dass ich so gut bin? Ich weiß es nicht. Oder liegt es einfach am Qualifier, dass die KI nicht auf, im Qualifier nicht auf die Reihe bekommt und im Rennen dann stärker wird? Ah, verdammt, zeigt es gerade, was geht. Wir sind aber nicht Training Q3 immerhin. Also mit so einer Runde. Wäre das auch nicht verdient gewesen, da reinzukommen von Liam. Ganz weit langsam, aber der hat irgendeinen Fehler gehabt, wette ich. So, jetzt fahren wir mal. Oh, 7/10 kann man damit schneller werden, wenn man alles auf die Reihe kriegt. Wow. Mal sehen, Platz 11 ist schon vielversprechend, aber ich glaube nicht unbedingt. Obwohl, ist Q3 drin. Also ich meine, da waren halt Fehler drin. Die erste, weiß ich nicht, wie viel der erste Sektor oder wie viel das in der ersten Kurve Zeit gekostet hat. Das bin ich mir nicht sicher, das werden wir ja gleich sehen, wenn ich es hoffentlich besser mache. Und dann werde ich mal sehen, ob das sogar doch gewonnen hat eher oder ob das eher Zeit verloren hat. Und wenn, dann wie viel. Oder wie viel gewonnen hat, keine Ahnung. Aber jetzt Achtung, aufpassen. Nicht normal so ein Fehler. Dann könnte schon meine Chance auf Q3 weg sein, wenn ich überhaupt sie habe. Wenn ich nur Norris kontern kann, was eigentlich sein müsste mit diesem McLaren. Perfekt. What?
Alter, doch, nein, es war gar nicht mal so langsam. Es war ungefähr sogar genauso schnell. Okay, hat das also gar nicht mal Zeit gekostet. Okay, das hätte ich fast schon gedacht, aber war nicht so. Bin ich sogar minimal hinterher sogar, nein. Ja. Ja, lass ich. Ja, es war ein Fehler. Das war ein Fehler. Der kostet mir, ja. Ach Mann, ich habe keine Runde jetzt auf die Reihe bekommen, schade. Gut, 3 Chancen verpasst. Oder kann ich hier noch irgendwo was rausholen? Einfach früh Gas geben. Ja, Gott, doch, ich kann was rausholen sogar. In diesen letzten beiden Kurven. Wenn ich die hier richtig diesmal hinkriege. Da kann ich was rausholen noch. Und auch in dieser Kurve, glaube ich. Da kommen Leute nicht verloren. Um sich zumindest zu verbessern. Weil hier. Ja, viel, ja, hier viel liegen lassen auch. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Alter. Bin nochmal fast gleich auf mit meiner Bestzeit bisher, ne? Nur eine Zehntel hinterher gerade. Und was ist nur, aber trotzdem. Hätte ich nicht gedacht, aber das hätte nämlich viel drin hat, dass sogar noch eine Verbesserung gänge. Hier hast du noch was rausgeholt jetzt sogar. Cool. Bitte jetzt hier jetzt nicht verhauen. Ja, hier verhaue ich nichts, Alter. Das war perfekt. 2-3 Zehntel damit noch. Und es hat gereicht, oder was? Platz! Mit so noch Runde. Ich habe die KI sogar noch mal höher gestellt als in Ungarn. Was ist denn das in diesen Qualifiers? Nur zur Info. Jetzt gucken wir mal kurz. Das sind ja wohl alles Autos, die man schlagen kann, ne? Ja, die beiden Alfa Romeos, Aston Martins, mein Teamkollege und auch Gasly kann man schlagen. Aber es ist unglaublich. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es einfach nicht. Was war denn das gerade? Ey, zum zweiten Mal, auch in Belgien jetzt in Q3, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Das war eine grauenhafte Runde eigentlich. Da sieht man, wie viel Zeit ich noch im letzten Sektor verloren habe. Auch, ne? Weil ich habe da nochmal alles 3 Zehntel, fast 4 Zehntel rausgeholt. Obwohl ich so ein Fehler auch noch drin hatte. Also, was geht denn hier heute wieder drin? Was ist denn wieder drin? Ich habe die KI nochmal um 3 Grad erhöht. Oder um 3 Stufen. Also in Ungarn. Von 85 auf 88 jetzt. Eigentlich ist es so eigentlich eine KI, die mir gut ist. Bin ich jetzt so viel besser geworden, dass ich die noch höher stellen kann? Ich weiß es nicht. Da liegt es wieder nur an Qualifiers. Man muss zwar sagen, man könnte mit dem Auto in Q3 kommen. Aber mit dieser Runde hätte ich es nicht verdient gehabt, ganz ehrlich. Oh, es war besser als vorhin, aber ob das viel besser war, weiß ich so, ne? Oh. Hm. Mit dieser Runde werde ich von mir nur wieder jemanden schlagen, ich sehe schon kommen. Ich fahre manchmal Sachen zusammen, das kennt ihr als 15, ne? Unfassbar. Ist hier die Kurve immer mal nicht vermasselt? Boah, ist aber echt langsam, was ich gerade mache. Auto, das ist echt manchmal. Oh, das wären Track Limits gewesen, wenn es welche zu hart gäbe in diesem Spiel. Ich finde die 88 KI ist eigentlich gar nicht so eine Hälfte für mich. Eigentlich, also. Normalerweise war es immer eine perfekte für mich, aber wie ist denn was los ist? Also. Auf manchen Strecken war ich schon auch mit 80 unterwegs und da lief nichts. Österreich zum Beispiel. Oder war es Österreich? Weiß gar nicht. Aber jetzt auf einmal läuft es hier voll. Aber es war eine Feier. Ja, das war eine.
Kackrunde, will ich sagen. Und dann nur knappe 14 weg von Russell, alles klar. Was hat der gemacht? Keine Ahnung. Ich, bei wem auf meinem Welt weg von der Spitze bin. 1,9 Sekunden. Benzuna, was macht denn Ricardo mit diesem guten McLaren? Mein Ocon hat ein ähnlich starkes Auto. Und der fährt auch schon 14 schneller. Also, ja. Okay, fahre ich gleich wieder raus. 7-10, wenn ich die 7-10 finden würde, ne? Können die anderen auch finden. Aber wenn ich das selbst schaffen würde, dann bin ich mal gespannt, wie das reicht. Aber ich glaube nicht. Jetzt aber alles in diese Runde reinholen. Aber das Auto kann das nicht schaffen schon. Also ich bin mir nicht sicher, aber es fühlt sich viel besser an als noch am Anfang. Das Auto macht das, was ich mit ihm will. Und hier sogar auch nochmal eine Zehntel rausgeholt. Da sieht man mal, wie viel Zeit das auch vorhin gekostet hat. Echt krass. Zwei! In einem Sektor noch drei Zehntel einfach gefunden. Was ist das? Oh, ja. Na, da wollte ich zu viel. Ärgerlich, man, auch so viel finde ich hier noch. 14 mit sowas. Was habt ihr denn da vorhin in der ersten Runde gemacht? Ich hab keine Ahnung. 15 jetzt. Ist ja unglaublich. Was 17 durchschnitt. Also ich kann sagen, keine Ahnung, man könnte sagen, ich habe das Beste für mich zum Schluss aufgehoben, aber das ist nicht so. Das waren immer noch zu viele Fehler eigentlich. Und was heißt zu viele? Die habe ich schon minimiert, aber 18 Kilometer Verbesserung ist ja unfassbar. War jetzt so ein bisschen zu vorsichtig zwar, aber das habe ich jetzt hier auch nicht getraut. Trotzdem 18 Verbesserung. Das wird doch Platz 6 oder was? Ich glaube es nicht. Könnt ihr mir das mal erklären? 88 KI. In Österreich 80 und grauenhaft. Also ich vergleiche immer Österreich mit den anderen, weil Österreich das beste Beispiel war, wie schlecht das lief. Oder auch Baku. Mit einer auch 80. Mit sogar 78 KI nur. Und letzter. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal erklären? Einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und Sergio Perez. Also wisst ihr was? Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Wisst ihr was? Ich muss die KI erhöhen. Das ist doch der Hammer. Bin ich so viel besser geworden oder ist die KI so viel schlechter gegen Qualifans geworden? Also ich muss gefühlt immer vor, also es ist selten, dass ich das wirklich muss, dass ich vor einem Qualifying, nach einem Qualifying dann die KI runterstellen muss. Das ist selten. Jetzt muss ich sie eher immer höher stellen dann. Boah, okay, merke ich mir mal, Ungarn und Belgien kann man die KI hochstellen oder höher. Ja, man nimmt es mit, also, aber, boah. Also das ist schon, boah. Für die Rivalität freut mich aber. Daher haben wir auf jeden Fall mal ein Sponsorenziel hoffentlich wieder geschafft. Ja, und dann war's das. Dann werde ich die KI höher stellen auf jeden Fall. Oh, im Rennen ist das ja auch noch wegen, stimmt. Ja, werde die KI höher stellen. Ich weiß doch nicht von wie viel. Wahrscheinlich auf 90 oder so. Schätze ich mal. Mach nur 2 Grad, weil ich bin mir halt nicht sicher, was das Beste hier ist dann. Auf 88 war's top, also ja, ich stehe auf 90, komm. Kann schon gut sein so. Okay, bis zum nächsten Mal mit einem Super Qualifying, mit dem Super Rennen hoffentlich. Und einem Hammer Qualifying und ciao.